What's up, guys? Herzlich willkommen wieder zu Tony und Natti, Casa Esmeralda. Ich mache mein zweites Video heute. Also, wie ich bereite meine Sommergemüsegarten. Und ja, so, ich mache jetzt dieses Video und Sie können das sehen. Meine Palettturm, meine Palettkiste habe ich das jetzt gebaut und das ist hier dann mit den Schnur hier, das dauert sich nur 15 Minuten, denn sie haben auch einen Arbeitstisch hier und so und dann das ist ganz einfach, ja, so, sondern sie können anfangen zu pflanzen. Und so, und dann, wenn Sie brauchen mehr Erde und so, Sie können dann hinten hergehen und so, und Sie können dann die Erde dann von hinten her nehmen und so, dann ist es ganz einfach. Dauert sich nur 15 Minuten, ganz einfach, und dann, wenn es ein bisschen locker ist, ich kann das immer ein bisschen mehr drehen oder mit noch einer Schnur dann zusammen machen. Und dann, wenn Winterzeit kommt, ich kann das dann runterlassen und so. Und ich pflanze sie jetzt nicht mehr. So. Ich glaube, ich mache das ein bisschen mehr zurück. Ja. Ja, so. Und so. Da. So, danke Arch Noah. Also für die Karten und so. Also ich bin jetzt ganz zufrieden vom Arch Noah Pflanzen. Also 6 Monate lang, ich esse hier für meine Gewächshaus. Und ich würde dann aussuchen, also Arch Noah, was ich möchte aus Arch Noah machen heute und so. Und vielleicht, ja, Sommergemüse. Es gibt hier eine Zucchini, mag ich gern. So, wir machen jetzt Zucchinis und dann pflanzen. Also vorher, ich habe das viel gegossen und so, und das ist gut. Also wenn man gießt das, dann das Wasser geht sich ein bisschen runter und dann das geht sich wieder in die Erde hier und so. Also das immer dreht sich dann rum. Und so, das ist ein richtig guter Arbeitspflanzentisch. Also ganz einfach zu bauen und die Paletten dann sind frei und so. Und das ist dann, ja, so ganz wichtig. So. Ich möchte einen Sommer Zucchini als Noah. So, das mal hier. Oben. 1. Es Möglichkeit, also zu tauchen, also immer das Wichtigste, aber mein Gewächshaus ist auf automatische Gießen und es gießt 3-mal pro Tag und so, und dann, ja, ich würde dann auch ins Tag dann gießen und so, und so lang, dass die Saatgut dann bleiben. Also, dass die Saatgut dann sind lieber nass. Ich glaube, eine Hühner ist in meinem Gewächshaus. Sie macht nicht. Sie macht mich einen besseren Garten, denn ich kann vielleicht machen. Ich muss konzentrieren hier, weil wenn ich verliere etwas. Also, ja. So.
5. Warte hier. Da. Und ich suche hier aus eine Stange. Dann mache ich dann das so, da hier ist eine Stange, will ich das dann abbrechen, so, ja. Lass ich auch ein bisschen. Momentan Kohlrabi, braucht viel Wasser, aber möchte ich gerne ausprobieren. Also was gibt noch? Melanzani. Da hier, schau, Sie können sehen, Melanzani. Das nur so schlussern. Da, ja, so. Ja, die sind ganz klein. Okay, eine Stilo. Noch blöde Stücke. Melanzani. Zani. Arch. Noah. Okay. Wird man schon sehen. Was brauche ich noch für Sommer? Es gibt noch hier so viele Saatgut habe ich. Azure Star, Kohlrabi. Ja, Zucca Violina, Italienisch. Das schaut gut aus. Kann ich dann das hier hinten?
Schaut ein bisschen gut aus. Vielleicht macht ihr da mehrere. Wenn ich immer das rausnehmen, aber ich finde, wenn ich Pflanze hier so, dann ist die sind ganz zufrieden. Wenn es zu eng ist, dann ich kann immer rausnehmen und weiter pflanzen. Okay. Zucca Violina. Italienisch. Zucca Italienisch. So. Ganz einfach hinstecken. Und was brauche ich noch? Würde ich gerne ausprobieren, eine Wassermelone. So, nochmal Wassermelone. Vier Sache. Ein Raiffeisen Wassermelone. Wird man sehen. So, gut. Was brauche ich noch? Und was möchte ich noch haben? So, ich habe eine Stecke schon vorher geschrieben. Wassermelone. Schau, österreichische. So, Wassermelone. Gerne. Hier. Möchte ich noch haben? Pepperoni, Paprika, eine Paprika Franchi, würde ich gerne ausprobieren. Das ist genug jetzt. Paprika Franchi.
Ich brauche nicht so viel, weil ich bin hier fast allein. Leider gut noch. Ja. So. Bisschen eintauchen. Oh, italienische Peperoni, paprika, va bene. Und was möchte ich noch machen heute? Habe ich noch Bohnen hier? Ja, also nicht so viel Zeit heute zu alles machen. Wahnsinn, dauert sich 3-4 Monate Zeit, bis alles gut ist. So, zu einsetzen. Bohnen und Bohnen und Bohnen. Chicora. Sellerie habe ich noch. Das ist den Kürbis. Zwiebel habe ich noch. Kohlrabi. Das wird schon ganz ausschauen. Also schon 25 Grad heute. Aber will ich gern was ausprobieren. Also wenn ich kann das schaffen hier in den Hits. Also Kohlrabi gewachsen schön. Aber möchte ich gerne ein Kohlrabi. Also Sommerzeit, was koche ich nicht sehr. Ich esse alles vom Gewächshaus. Es ist zu heiß zu kochen hier. So. Danke schon wieder Arch Noah für ihr Saatgut, also aus ihr Saatgut und andere Saatgut habe ich gefunden, dass ich kann 6 Monate lang Essen haben, nicht so wie die anderen, und ja, ich bin ganz zufrieden mit das. Danke. So, Sie können sehen, ein bisschen hier, ein bisschen drehen. Super gepflanzt. Einer ist noch da. Oh, geh rein. Okay. Super. So, was gefällt sich richtig noch heute? Ist Tomaten und Gurken. Also die Tomaten und Gurken, das mag ich gern und so, und ja,
habe ich noch hier, also aus die Fanchi, Finger Radieschen, Ravanello. So, das tue ich jetzt noch in dieser kleinen Topf. Da ist der richtige Sommerkürbis, der andere nicht mehr raus. Ich habe eben einen Stecker, da ist der richtige Archimedes-Sort. Da. Und ja. Ich möchte so Radieschen haben für meinen Salat. Kohlrabi, Radieschen. Und gut, ja. Okay. So wird man schon sehen, was alles kommt jetzt noch. Aber viel mehr Essen. Aber ich bin jetzt ganz zufrieden mit meinem Essen, habe ich schon viel. So geht's weiter, ja. Ich das jetzt hier da hinlegen, so in dieser Tasche. Nehmen den Kühlschrank hinlegen, das ist, trocknet sich nicht aus. Und ja, es ist eine Möglichkeit, man kann jemanden weiterpflanzen. So, noch einmal anschauen auf alles heute. Also, was ich habe gemacht hier und so. Das ist dann ja ganz einfach. Hier, du kannst das dann drehen. Und so, und dann immer kannst das in die Erde mit deinen Schlägen, kannst das in die Erde dann schlägen. Und das ist mein Gemüse, das geht sich jetzt ins Gewächshaus. Das tue ich nicht jetzt, also die Saatgut muss über Nacht so richtig gut tauchen. Und ich habe viel gegossen hier heute und so, und ja, dann die würden schon kommen. Und so, und alle sehen, so einen guten Arbeitstisch und so, und dann, wenn ich brauche mehr Erde und so, ich kann das immer dann hier rausnehmen und so von hier, und ich kann das immer dann hier auffüllen und so, und immer dann weiter so pflanzen. Und die Möglichkeit ist es, wenn das ist der Hälfte wegs dann hier voll und so, ich kann fast Wassermelone, ich kann Kartoffel, Erdäpfel, ich kann Kürbis und viele Möglichkeiten und so in großen Kisten. Und das war alles frei. Die Paletten waren frei und so, es war ganz einfach. Und ohne Maschinen. So. Jetzt ein bisschen mehr gießen und dann ins Gewächshaus machen und dann bin ich schon fertig heute. Und Essen machen. So. Wenn Sie haben dieses Video gefällt, mach eine gefällt mir, eine Like zu meiner Channel. Und ich danke Ihnen für alles Liebe, alles Gute. Und ja, subscribe, kommentieren, like. Tun, was sie machen, aber ich würde gerne abonnieren, machen und so voll leben und Likes und so auch, gefällt mir, danke für alles und ich würde dann wiedersehen, ciao, alles Gute, Servus aus Südtirol.